Ja, in den nächsten 3 Jahren wird es vor allem um den Zusammenhalt in der Gesellschaft gehen. Da ist in den letzten Jahren leider sehr viel kaputt gegangen. Da werden wir dran arbeiten müssen, mit vielen, vielen kleinen Maßnahmen in den Bereichen, die den Menschen wirklich bewegen. Das ist Wohnen, das ist Pflege, das ist Digitalisierung, das ist Infrastruktur, aber auch die Zukunft der Arbeit.